Bichler Theresa, ich komme aus St. Veit im Pongau, bin 18 Jahre, habe jetzt gerade die Matura gemacht und spiele beim Faustball die Mittelposition, also ich bin Zuspiel. Und mein größter Erfolg war eben letztes, also heuer im Jänner, die Weltmeisterschaft in Namibia. Da sind wir Weltmeister geworden. Und letztes Jahr im Sommer waren wir in der Schweiz bei der Europameisterschaft und da sind wir Zweiter geworden. Und sonst habe ich noch einige Erfolge in der Bundesliga. Ich spiele schon seit 3 oder 4 Jahren in der Bundesliga. Und da haben wir jetzt gerade den Erhalt in der ersten Bundesliga geschafft. Also bei uns im Verein ist die Theresa auch Kapitänin in der Mannschaft. Also ist so der verlängerte Arm des Trainers sozusagen. Zeichnet sich aus, dass er seine Leistungsstärke natürlich hat. Zudem ist er natürlich im Jugendnationalteam auch aufgrund ihrer Leistungsstärke. Ist ein irrsinniger Teamplayer, das auf der anderen Rücksicht nimmt, hat irrsinnig eine soziale Kompetenz innerhalb der Mannschaft und kann der Mannschaft gut führen. Und deswegen passt er so gut in unsere Mannschaft und auch das Nationalteam meiner Ansicht nach. Wir sind vor 2 Jahren ungefähr in die erste Bundesliga gekommen mit der Mannschaft von ATSV Salzburg. Und unser bestes Ergebnis war der 4. Platz. Und heuer haben wir eben gegen den Abstieg gespielt, also um einen Klassenerhalt in der ersten Bundesliga. Und das ist uns gelungen. Also wir haben leider nicht um einen Meistertitel spielen können, aber wir haben eben den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga nur retten können. Am 10. Juli in Deutschland, oben in Kiel, in der Nähe von Kiel, haben wir jetzt die Europameisterschaft, Jugend-Europameisterschaft. Und da werden wir natürlich schauen, dass wir da einen Platz ganz vorne gattern können. Dadurch, dass wir heuer schon Weltmeister geworden sind, sind wir natürlich, es ist Team Austria sehr vorne dabei, würde ich sagen. Es sind leider einige ausgefallen, weil sie jetzt uns alt sind. Und jetzt sind natürlich einige neue Spieler dabei, wo aber auch natürlich was herauszuholen ist. Und jetzt werden wir halt schauen, wie es geht bei der Europameisterschaft. Unser Ziel ist natürlich, Europameister zu werden. Und das wird sich eben dann jetzt so in 2 Wochen ausstellen, ob uns das gelingt.